Er hat 6 Vorstrafen wegen schwerer Körperverletzung und eine Mordanklage. Das ist keine gute Idee, dass wir das alleine machen. Dann schieben wir ihm den Haftbefehl unter der Tür durch, aber ich glaube nicht, dass der freiwillig aufs Revier kommt. Was, wenn er bewaffnet ist? Ich zeige ihm den Wisch, du sicherst mich ab und acht auf die Hände. Klingeln mal. Ja, so langsam Zeit. Hallo, sind Sie nochmal Melchior? Wir müssen Sie mitnehmen, wir haben einen Haftbefehl für Sie. Ja, scheiße, wieso? Gegen Sie wurde Untersuchungshaft angeordnet. Kaution? Entschuldige, der Haftrichter. Und wenn das mit dem Raubüberfall stimmt, dann nimmst du einfach davon die Kaution, dann haben wir alles erledigt. Okay, cool. Ich will einfach meine Klamotten, ne? Dann kommen wir mal mit rein. Kommt rein. Macht's euch gemütlich. So, die Knarre mit 2 Fingern, ganz langsam. Rüber damit. Und was ist das für ein Arschloch, ey? Hast du ja doch vorher gesagt. So, und jetzt hier rein, ganz langsam. So. 2 Schritte nach vorne, ganz langsam. Runter auf die Knie. Auf den Bauch legen. Dann mach mal Meldung, dass wir ihn mitbringen. Den checken wir mal. Hä? Ich dachte, wir gehen was essen. Das ist niemals sein Wagen. Und wenn doch? Guck dir den Typen an. Parkt auf dem Bürgersteig und kann sich den Wagen legal überhaupt nicht leisten. Er hat kein Gesetz übertreten. Und ich glaube, das ist Racial Profiling, Harry. Das ist kein Racial Profiling, Miller. Solange es überproportional viele Straftäter mit Migrationshintergrund gibt. Wenn die Mehrheit einer Minderheit kriminell ist, dann kommst du mit politisch korrekt nicht weiter. Check mal den Wagen. Vielleicht ist das Nummernschild heiß. Mit Haftbefehl gesucht, bewaffnet, Waffe beschlagnahmt. Wo soll's hingehen mit ihm? Die Kalle ist in Zentrale. Runter. Wir sind gleich wieder weg. Schon mal aussteigen, Motor aus, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Nee, das ist eine Festnahme hier. Der Kollege ist noch oben. Werden wir auch gleich eine Festnahme. Aussteigen. Hey! Du sollst nicht gleich so unhöflich werden, Kollege. Kollege? Ich bin nicht dein Kollege. Hände aufs Autodach und dann schon mal Schuhe und Strümpfe aus. Beides gleichzeitig geht nicht, Harry. Ohne Hände kann er die Strümpfe nicht ausziehen. Danke. Was habe ich dir gesagt? Wo hast du die her? Sieht ja aus wie unsere Dienstwaffen. Villa? Hast du noch ein paar Bonbons dabei? Warte mal. Ich hab's gecheckt, das ist ein Wagen von uns. Ich höre gerade. Oh. Der Wagen gehört der Polizei. Ach nee, der echten Polizei. Sag mal, was macht denn ihr da mit meinem Kollegen? Das ist dein Kollege. Das ist mein Kollege. Kann ich meine Waffe wieder haben? Elias Zekarias, Polizei. Euer Ernst? Konnte ja keiner ahnen. Konnte niemand ahnen. Ich glaube, ich spinne. Komm und bleib stehen! Sorry. Digga, was ist los mit dir? Die Bullen waren da. Was treibt man nicht? Mit Haftbefehl. Scheiß mal auf deinen Haftbefehl, meine Tante ist da, Alter. Hallo, Frau Dédoné. Was will der hier? Der Idiot hat die Bullen am Arsch. Und jetzt? Haben Sie vielleicht eine Schere?
Moin. Moinsen. Wo ist eure Festnahme? Hier ist unsere Festnahme, Elias. Allerdings haben unsere entzückenden Kollegen geglaubt, Elias habe gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Schau doch mal nach, nur so zum Spaß, in den Richtlinien für Disziplinarmaßnahmen. Was passiert, wenn ein Kollege einen anderen Kollegen verhaftet? Wir wussten nicht, dass er ein Kollege ist. Der hätte auch was anderes sein können. Kein Problem, Harry. Kann jedem passieren. Und der Gesuchte? Weggelaufen. Aber wir haben ihn festgehabt. Dass ich das Ding in einem Zug raushol. Digga, das schaffst du niemals. Du fährst vor, zurück, bist immer noch nicht drin. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns ist? Wir haben Staplerschein. Denk mal drüber nach. Und was wetten wir? Digga, hast einen Schaden. Weißt du, was die kostet? Du bist ein Schisser. Top, die Wette gilt. Was soll denn das? Wieso ist denn hier gesperrt? Weiß ich auch nicht. Check mal. Harry. Bitte. Da guckst du doch Fotze, hä? Digga, scheiß drauf. Da vorne stehen die Bullen. Wagen 7017B an Zentrale. Zentrale hört. Vollsperrung Altona, Große Bergstraße. Wieso? Keine Ahnung. Ist keine Sperrung angemeldet. Ich mach mich mal schlau. Danke. Hallo, Kollegen. Hallo. Der liefert gleich einen Schwertransporter in Kran an die Baustelle. Das geht genehmigungstechnisch nur nachts. Deshalb die Absperrung. Okay? Alles klar. Okay. Der Typ ist niemals beim Straßenbauamt. Und wieso soll er nicht vom Straßenbauamt sein? Weil er ein G7-Tattoo am Hals hat. Was ist G7, Harry? Die glorreichen Sieben, das Straßengang. Ich dachte, G7 sind die wichtigsten Politiker der Welt. Er aber nicht. Er ist kein Politiker und er ist auch kein Absperrer. Was soll denn die Scheiße hier? Die Straße ist dicht, Bruder. Wie das denn? Mir wieder keiner gesagt. Wo soll ich jetzt langfahren? Ja, dann fahr zurück und einmal um den Block. Hey, sag mal, kennen wir beide nicht eigentlich? Was stellst du hoch? Wir beide kennen uns nicht. Ich glaube, du verwechselst da jemand. Hast du einen Goldzahn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Da war ein Diamant dran. Das ist eine Spezialanfertigung, die du beim Essen abnehmen kannst. Ja. Einer von diesen G7-Typen hat seinen Zahnbrilli mal in einem Burger-Imbiss liegen lassen. Auf dem Stehtisch. War der echt? Ja, der war echt. Ein lupenreiner Stein in Top-Qualität. Eine Absperre kann sich AK-47 Grills überhaupt nicht leisten. Ist definitiv was faul. Das ist verdammte Scheiße, Alter! AK-47 Grills. Los!
Ich hab meinen Geldautomaten. Was? Aber die kommen nicht weit. So, die Arschlöcher sind... Bleib da, Harry, wir warten auf Verstärkung, Mann! So, Freunde, raus aus dem Wagen. Wagen 7017B an Zentrale. Haha, ich kenne ihn wohl. Der hat vorhin seinen Kollegen verhaftet. Diesen Elias kennst du doch. Wagen 7017B an Zentrale dringt. Raus aus dem Wagen. Zentrale hört. Geldautomatendiebstahl, große Bergstraße. Wird's bald. Raus aus dem Wagen, ihr Arschlöcher. Wir brauchen dringend Verstärkung. Harry. Soll ich meinen Warnschuss abgeben? Bist du bescheuert? Kommt denn jetzt die Knarre her? Alle raus aus dem Wagen. Einer hat immer an die Hände hoch und raus aus der Kiste. Drehst du jetzt komplett am Rad, oder was? Easy. Lass du bloß stecken, Alter. Ich weiß nicht, was es da zu diskutieren gibt. Harry. Pack die Knarre weg. Okay, noch mal ganz langsam. Alle beide raus aus dem Wagen. Ich geh nicht wegen dir in den Knast. Mach die Tür auf. Mann, Harry. Hör auf mit der Scheiße. Ich schieß ihn nur ins Bein, Mann. Hör auf mit der Scheiße! Ich sag's zum letzten Mal. Raus aus dem Wagen. Tür auf. Ganz normal. Ja. Schön langsam. Langsam die Tür auf. Easy, Meister. Ja, ja, wir bleiben alle schön easy, genau. Easy. Schön langsam. Du auch. Du auch. Schön langsam. Easy. Bist du bescheuert? Wagen 7017B, Bongas. Wir haben Schusswechsel, ein toter Kollege. Diese Hälter fliehen mit dem kleinen Laster vom Straßenbauamt. Was? Wer ist der Kollege? Harry. Harry? Harry Tönnies? Ja, Harry. Scheiße. Verstanden, Miller. Bleib dort. Die Kollegen sind unterwegs. Du kannst mich jetzt nicht so angucken. Sei froh, dass die Alte dich nicht abgeknallt hat. Meinst du, ja? Die Fresse, Mann! Mann, Digga, hast du noch was zu ziehen? Alte Fresse! Harry, Tönnies. Das ist eine Kollegin.
Guten Abend. Eriksen, wir kennen uns ja schon. Tut mir leid, was da passiert ist. Wie geht's Ihnen denn? Ziemlich beschissen. Mit ein bisschen Glück hätte ich das verdammte Arschloch kalt gemacht. Wenn ich dazu was sagen darf, Sie stehen jetzt unter Schock, Sie sind wütend und mit mir können Sie auch so reden, aber auf dem Präsidium würde ich mich etwas anders äußern. Dieses Mal hatte Harry recht. Haben Sie die Täter erkannt? Waren beide maskiert. Das ist alles? Ja, mehr habe ich nicht für Sie. Danke. Ich kenne den Automaten. Ich auch. Kennt jeder, der in der Gegend Bargeld braucht? Mein Bauchgefühl sagt mir, das war Norman. Das war mal richtig scheiße. Jetzt mal im Ernst. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben ihm doch die Wumme abgenommen. Erstens hat er sich wahrscheinlich inzwischen eine neue besorgt. Zweitens brauchst du für sowas keine Wumme. Drittens brauchst du für sowas einen Gabelstapler. Na, Bild, Kripo Hamburg. Eriksen und Sekarius von der Kripo. Das ist immer eine schöne Scheiße hier. Ja, die Täter haben ein Loch in meine Wand gerissen und den Geldautomaten mitgenommen. Und? Sonst fehlt nichts? Handys in Originalverpackung? Und das ganze Wechselgeld? Habt ihr keine Alarmanlage? Die war wohl defekt. Aber wissen Sie was? Ladendiebstahl ist bei uns an der Tagesordnung. Da hilft doch keine Kamera. Aber ich würde trotzdem gerne mal einen Blick auf die Überwachungskamera werfen. Auf welche? Auf die. Ja, die. Ja. Die ist leider ein bisschen defekt und das Bild ist schlecht. Dann die. Und die ist leider kaputt. Bei euch ist aber ganz schön viel defekt. Macht aber gar nichts. Irgendwas werden wir schon finden. Irgendwas findet man immer. Ja, ich zeige Ihnen das. Was ist das für eine Waffe da? Die Waffe gehört mir. Ist aber eine Gaspistole, reiner Selbstschutz. Es gab einige Überfälle hier in der Gegend. Und bei der letzten Demo, da wurde sogar geplündert. Das sieht aber nicht aus wie eine Gaspistole. Das ist doch der Trick. Die soll doch echt aussehen. Damit ist die Abschreckung größer. Okay, wenn die echt ist, dann braucht ihr einen Waffenschein. Ist klar, oder? Das geht gar nicht. Ja, ist klar. Wie viel Geld war denn im Geldautomaten drin? Der Automat ist heute neu bestückt worden. Ich glaube, wenn er voll ist, sind das 150.000 Euro. 150.000 Euro? Ja? Die nächste Bank ist weit weg. Aber keine Sorge, wenn die versuchen, das Geld aus dem Automaten zu holen, fliegt ihnen die Farbbombe um die Ohren. Das ist so ein feiner roter Staub, kennen Sie den? Den kriegt man ganz schwer aus den Sachen und von den Händen. Und die Scheine kann man damit auch vergessen, aber hey! Ist ja nicht unser Geld, oder? Wetten, dass ich das Ding in einem Zug aufschweiße? Der Stahl ist 2 cm dick. Viel Glück! Im Gegensatz zu dir habe ich einen Schweißerschein. Digga, warum willst du denn wetten? Meine Kette. Die gehört mir doch schon. Aber nicht mehr lang. Ob die Wette gilt. Zusammen, danke. Ihr wisst alle, was passiert ist. Unser Kollege Harry Tönnies ist heute Nacht
bei der Verfolgung von Geldräubern im Schusswechsel getötet worden. Gesucht wird ein Kleinlaster des Straßenbauamts, Farbe Orange mit gelben Dachleuchten. Auf der Ladefläche ein gestohlener Geldautomat, Beute 150.000 Euro. Es handelt sich um zwei maskierte Täter, beide in Arbeitskleidung des Straßenbauamts. Einer der Täter ist vermutlich afrikanischer Herkunft. Der andere ist wahrscheinlich ein Blonder, bewaffnet mit einer Schusswaffe vom Typ Beretta 92F. Passiert ist das Ganze auf einer Kreuzung in Stalshoop. Seitdem ist der Wagen auf keiner Verkehrsaufzeichnung mehr aufgetaucht. Das heißt, er steht da draußen irgendwo in irgendeiner Garage oder in der Fabrikhalle oder sonst was. Und ich will, dass wir den Wagen finden. Also hängt euch rein. Aber Vorsicht! Erstens sind die Typen bewaffnet und zweitens will ich nicht, dass einer von uns die Kontrolle verliert, weil ein Kollege tot ist. Ihr vertretet das Gesetz, aber ihr seid nicht das Gesetz. Danke. Wir kriegen die Typen. Tut mir leid um Ihren Kollegen, Frau Bongers. Ich kann mir gut vorstellen, was Sie durchgemacht haben, aber wir haben ein paar dringende Fragen, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, wir haben die Typen mit dem Geldautomaten entdeckt. Und Harry sagt, die dummen, dreisten kleinen Scheißer, die kommen sowieso nicht weit. Weil der Geldautomaten GPS-Sender hat. Man kann den sowieso orten, meint er. Worauf ich sage, dann brauchst du ja auch nicht so zu rasen, wenn wir die sowieso kriegen. Und wir warten auf Verstärkung. Aber Harry fährt Vollgas in die Straße rein und blockt den Laster. Und auf der Ladefläche lag noch der Geldautomat. Wie ein gerupftes Huhn, da hängen noch die Kabel raus. Dumm, dreiste kleine Scheiße, hat er gesagt? Der sagt immer mal sowas, aber der meint das nicht so. Er meint, ein Arschloch erkennt man auf 100 Meter. Und wenn nicht, dann ist man ein Idiot oder tot. Was jetzt leider der Fall ist, Frau Bongers, er ist tot. Heute Abend hat er fast meinen Partner verhaftet. So viel zum Thema Arschloch erkennen. Ey, ich habe ihm gesagt, das ist Racial Profiling, aber er hat sich ja von mir nichts sagen lassen. Seit wann waren Sie denn Partner? Seit 6 Monaten. Und hatten Sie Probleme mit ihm? Was für Probleme? Als Polizistin. Gemischtes Team. Es gibt immer noch Kollegen, die bei der Polizei keine Frauen wollen und sich von Frauen nichts sagen lassen. Ey, ich habe lieber Harrys Hand auf meinem Bein als irgendeine Hand von einem Kollegen, die da nichts zu suchen hat. Und hatte Harrys Hand auf ihrem Bein was zu suchen? Natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, wenn überhaupt, dann die Hand von Harry. Ja, dem hätte ich dann klar gesagt, nimm deine Hand weg. Das hätte er auch sofort gemacht. Und andere Kollegen sind da weniger einsichtig. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja. Im Dienst gibt's Kollegen, die mir an den Arsch fassen. Und auf der Straße haben Türken und Araber sowieso ein Problem damit, dass ich Polizistin bin. Nicht alle Türken, Frau Bongers. Sie fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt, weil ich eine Frau bin. Zurück zum Schusswechsel. Dann sind wir aus dem Wagen raus. Erst Harry, dann ich. Und von zwei Seiten mit gezogenen Pistolen in der empfohlenen Schützenstellung nach vorne. Und zwar? Wie und zwar? Beidhändiger Waffengriff, klares Sichtfeld. Das kennen Sie doch. Und haben die Typen aufgefordert, mit erhobenen Händen auszusteigen. Zwei Typen? Ja, zwei. Harry geht zum Laster. Der eine hält seine Knarre aus dem Fenster und hat ihn aus kurzer Distanz erschossen. Ich höre es knallen, bang, bang. Ich gehe in Deckung, gehe kein Risiko ein. Nehme den Schützen ins Visier und habe mein Magazin leer geschossen. Die Windschutzscheibe geht zu Bruch. Vielleicht habe ich einen erwischt, vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Die Typen geben Vollgas. Haben Sie kein Schultermikrofon? Doch, hatte ich. Warum haben Sie keine Verstärkung gerufen? Hab ich. Hat sie. Funkverkehr ist protokolliert. Haben Sie jemanden erkannt? Wie denn? Die waren maskiert. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Klamotten, Sprache, Akzent, Tattoos, Hautfarbe? Die hatten Arbeitswesten, Kapuzenhoodies und Skimasken. Es war dunkel, man konnte keine Gesichter erkennen. Also nichts. Ey, ich konnte nichts machen, klar? Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie was machen konnten. Das hat sich aber so angehört. Im Geldautomaten waren 150.000 Euro, gerade frisch bestückt laut Bank. Ich frage mich, ob die das gewusst haben. Zufall ist es nicht, wenn Sie mich fragen. Die haben das gewusst, da könnt ihr euch sicher sein. Erstmal hier. Hey, Paulette. Was willst du hier, Balu? Du musst mir helfen, Schwester. Wir haben Probleme. Was für Probleme? Hast du Probleme oder hat Norm Probleme? Der Idiot ist in eine Scheibe gerannt. Ach was.
Esslöffel Natron in Tasse heißes Wasser und das Gesicht mit warmem Wasser einweichen. Und die Splitter mit einer Pinzette rausziehen. Ist dein Ernst? Weißt du, wer vor dir steht? Hey, ich bin's, dein Bruder. Hast du Amnesie oder was? Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er zieht dich doch sowieso nur in Scheiße rein. Paulette. Mit dir red ich nicht mehr, Norman. Du verpasst was, mein Mädchen. Ach, verarsch mich nicht. Ja, hilfst du uns jetzt oder nicht? Du bist mein kleiner Bruder, ich tue das nur für dich. Aber ihr müsst euch hinten anstellen. Erst Nummer ziehen, es gibt keine Extrawurst. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Setzt euch hin, ich hole einen Arzt. Nein, kein Arzt soll. Die rufen die Bullen. Spinnst du oder was? Ey. Kabine 3 hinterm Vorhang. Wo ist denn Kabine 3? Ja, so wie beim letzten Mal. Danke. Komm jetzt. Moin. Moin. Erich, Herr Adewumni ist da. Hey, Sunny. Elias. Herr Adewumni, hallo. Das ist Herr Sunny Adewumni, er ist Busfahrer bei den Verkehrsbetrieben. Er fährt den Nachtbus. Nachtschicht? Das wäre Leidensgenosse. Alles Routine, ne? Kenn ich, ja. Man macht den Job im Schlaf. Und was passiert? Ja, ich fahre den 608er, die übliche Route, an der großen Bergstraße. War so eine nicht angekündigte Straßensperrung. Da war ein Absperrer, der hat den Verkehr nach Eimsbüttel umgeleitet. Und er kannte den Absperrer? Ja, der steht auf der Straße, ich mach die Tür auf. Und dann sagt, wie geht's dir denn so, Bruder? Und wer ist der Bruder? Balou Dieudonné. Balou Dieudonné. Aber ich möchte auch nichts Falsches sagen. Ich kenne seine Tante und die Schwester und die Familie. Man kennt sich in der African Community, Harrison. Und da zeigt man niemanden an. Ich bin Nigerianer, er ist Kongolese. Das geht vielleicht gerade noch. Aber die Sache erledigt sich nicht von alleine. Und das Gesetz geht vor, da sind wir uns schon einig. Absolut, absolut. Sonst haben wir alle ein Problem. Das meine ich. So, ich habe dauernd Stress mit Fahrgästen. Die kommen von überall her. Ich sage immer, Leute, setzt euch hin, wir sind hier in Deutschland. Sunny, entspann dich. Er ist doch entspannt. Er ist nicht entspannt. Ich bin doch ganz entspannt. Er ist doch entspannt. Er ist nicht entspannt. Die Kollegin hat nicht alles gesagt. Sie steht unter Schock, da verwischt die Erinnerung. Sie weiß was. Sie hat eine wesentlich genauere Vorstellung, was passiert ist. Ömer fragt sie, ob sie jemanden erkannt hat und sie zögert einen Moment zu lang. Ja, da würde ich auch erst mal überlegen und mich fragen, ob ich vielleicht was übersehen habe. Nein, glaube ich nicht. Und wie sie über den Kollegen geredet hat, war das auch kein Kollege, ja? Also kein normaler Kollege, verstehst du? Ja, und was heißt das? Was hat das für Konsequenzen? Sie hat eine Beziehung zu einem Kollegen, mit dem sie auf Streife fährt. Und? Wir haben auch eine Beziehung. Wir beide? Wir haben keine Beziehung. Also jedenfalls nicht in der Form. Ja, wir haben mal mit dem Gedanken gespielt, ob wir vielleicht eine Beziehung haben sollten. Und das ist ja kein Dienstvergehen. Und hat glücklicherweise nicht geklappt. Wie glücklicherweise? Du konntest dich nicht entscheiden. Entscheiden konnte ich mich schon. Aber nach einer Minute hätte ich mich wieder von dir getrennt. Nach einer Minute? Was heißt denn das? Ja, weil du mir immer wieder sprichst. Ich? Ja, jetzt doch auch wieder. Ich sag, Mila weiß was und du sagst das Gegenteil. So kommt man nicht weiter. Meine Frage war, warum sagt sie nichts, wenn sie was weiß? Was, wenn sie den Täter erkannt hat und das jetzt selbst regeln will? Ganz ehrlich, ich will ihr nicht den Schrovi geben, aber so schlau ist die nicht. Na, dein Wort in Gottes Ohr. Ich kann's ja noch mal mit dir reden. Frau Bongers? Ja? Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Ihrem Kollegen gehabt, stimmt's? Was für ein besonderes Verhältnis? Wie kommen Sie denn darauf? Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe schon viele Zeugen gesprochen, die einen Todesfall miterlebt haben. Und wenn ich ein besonderes Verhältnis gehabt hätte? Dann sollten Sie das nicht verschweigen. Ist ja nicht strafbar. Er war sowas wie mein Mentor. Und ich hasse mich dafür, dass ich zusehen musste, wie Harry von diesem Arschloch erschossen wurde. Und mir jetzt sogar noch die Dienstaufsicht ein Fehlverhalten anhängen will. Dass deine Schwester noch die Bullen holt. Was? Die halt die Fresse, Alter. Selbst meine Mutter hat mich verpfiffen. Bei uns in der Familie gibt's sowas nicht. Außerdem würde ich gerne mal wissen, warum kriegt der Türke eigentlich so viel Geld? Der ist Libaneser. Warum kriegt der Informant so viel? Kein Risiko, kein Geld. Weil wir ohne seinen Tipp nicht so viel hätten. Werd jetzt nicht gierig. 50 Riesen pro Kopf. Reicht das nicht, oder was? Jeder kriegt das Gleiche. 50 Riesen fürs Zugucken? Das ist ein scheiß Deal, Balou, Mann. Digga, sei du ganz ruhig. Nach den ganzen Scheiß, die du gemacht hast. Willst du einen Knast? Sag's mir, willst du einen Knast? Digga, ich geh safe nicht in den Knast. Wo siehst du noch? Namen zuerst, dann habe ich es hinter mir.
Hey. Du hast keine Miete gezahlt, du hast keinen Fernseher gekauft und ich find Gummis unterm Bett. Während ich hier Nachtschicht schiebe, fickst du irgendwelche Tussis in meinem Bett. Pauli, der war ich nicht selbst. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Check mal meinen Blutdruck, wenn er hoch ist, dann nur wegen dir. Nur wegen mir? Ja. Wie lange waren wir denn zusammen? Eine Minute? Jetzt leg dich hin. Wenn du dich wunderst, warum eine harmlose Wunde so wehtut, kann dann, weil du es verdient hast. Okay. Wann hast du Schluss? Was geht's dich an? Okay, also, ich komme morgen früh wieder und leg dir die Welt zu Füßen. Wir haben nämlich ein richtig geiles Ding gedreht, stimmt's, Balu? Ja, ja. Sehr geil. Wie können wir es doch erzählen? Sag du am besten gar nichts mehr. Euer Scheiß steht doch sowieso morgen in der Zeitung. Hör auf rumzuheulen. Warte mal auf. Ich kenne den Typen. Mehrfach vorbestraft. War mal ein Kumpel von mir. Wie Kumpel? Na, jetzt nicht mehr. Früher. Pierre Balou Dieudonné. Kommt aus Hamburg-Harburg und die Eltern aus dem Kongo. Welcher Kongo? Ich kenne mindestens zwei. Den großen und den kleinen Kongo. Woher soll ich denn wissen, welcher Kongo? Der große Kongo ist der mit dem Mobutu, dieser Diktator, mit der Tigermütze und dem Tigermantel. Ja, dann der Kongo. Na gut. Ja, auf jeden Fall war der bei der G7-Gang. Ja, und die Jungs haben davon geträumt, groß abzuräumen. Aber stattdessen standen sie nachts vor einem Bankomaten und haben irgendwelchen Leuten eine Knarre ins Kreuz gehalten. Und haben dann mit denen Geld abgehoben. Ja, ist aber alles noch kein Beweis dafür, dass er der Typ in der Straßensperre war. Na, der Busfahrer hat ihn ja erkannt. Da passt die Beschreibung. Es könnte Balou gewesen sein. Das ist ganz sein Stil. Und labern konnte er schon immer. Das ist ein genialer Typ und hat viel getan für die Brüder. Für die Brüder? Jetzt kommst du mir nicht auch mit dieser Diskriminierungsscheiße, ey. Und warum wollte unser Kollege mich heute überprüfen? Es gibt systematische Ausweiskontrollen bei arabischen und schwarzen Personen. Nimm das mal ernst, Erich. Ich nehme das ernst. In den 70er Jahren hatte ich lange Haare bis zum Arsch. Da habe ich jede Bulle gefilzt, aber jeder. Hast du denn noch Kontakt? Der wohnt in einem Mietblock in Stahlshoop. Wenn Balou dabei war, wird er nicht reden. Ich kenne ihn. Irgendwann reden alle. Keiner ist unschuldig und jeder hat was zu verlieren. Was mit seiner Familie? Ja, deine Schwester Paulette und seine Tante aus dem Kongo. Ich hatte mal was gehabt mit Paulette. Und hat mir Balou eine Knarre an den Kopf gehalten und hat gesagt, du hast eine scheiß Frisur, scheiß Schuhe und scheiß wenig Geld, Elias. Nimm Abstand von meiner Schwester, sonst mach ich dich platt. Du hast doch gar keine Frisur. Ja, eben. Sag mal, was würdest du machen, wenn du ordentlich Bargeld hättest im kleinen Schein? Ausgeben. Mit wem? Mit meiner Frau, mit meiner Freundin, mit meiner Geliebten. Und wenn die alle nicht da sind, dann suche ich mir jemanden. Ah, danke. Hey Balou, was geht? Oh, der neue Superbulle. Wir wollen mal mit dir reden. Ja, ich hoffe ja nicht, dass du zu meiner Schwester willst. Seit wann hast du mir zu sagen, was zu mir willst? Krieg dich ab, Paulette, die wollen zu mir. Das ist mein Kollege Erichsen. Hallo. Dein neuer Chef oder was? Ja, das ist mein neuer Chef. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Stress mit Nachbarn. Warum? Schnittwunde. Ich hab gerade Mittagspause. Es ist alles halb so wild. Ja. Ist immer gut, da eine Krankenschwester im Haus zu haben. Keine Anzeige erstattet. Man kann ja auch mal was ohne Polizei regeln, oder? Kommt immer drauf an, worum es geht. Können wir mal reinkommen? Das ist die Wohnung von meiner Tante. Die sagt, ich darf keinen reinlassen. Wer ist da? Elias. Elias! Ça va? Ça va bien. Ah, Elias! Der ist ja jetzt bei der Polizei. Ah. Egal. Komm rein. Muss mal. Wie geht's? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir haben da noch ein paar Fragen, die wir besser auf dem Revier klären. Was gibt's denn da zu besprechen? Geldraub. Es wurde ein Geldautomat geklaut. Ah, okay. Darum geht's. Und was habe ich damit zu tun? Ein Zeuge hat dich gesehen, wie du eine Straße gesperrt hast und es war eine Fake-Sperre. Und nebenan fehlt ein Geldautomat. Ich war hier. Frag meine Tante, wir haben gegessen. Was für ein Geldautomat? Ich weiß es von einem Geldautomat. Oder weißt du was? Nein, ich habe nichts gesehen. Es geht nicht nur um Geld. Bei der Verfolgung der Täter wurde ein Polizeibeamter erschossen. Habt ihr überhaupt einen Durchsuchungsbeschluss? Das ist die Wohnung von meiner Tante. Und hier gibt's nichts zu sehen. Ob es hier was zu sehen gibt, bestimmt immer noch ich. Und wenn du mir sagst, hier gibt's nichts zu sehen, dann weiß ich doch ganz genau, hier gibt's was zu sehen. Ja, und ich weiß doch, was zu sehen gibt, Chip. Da vorne ist ja die Kiste mit dem Geldautomaten.
Was soll der Scheiß mit den Handfesseln, Bruder? Du bist heute schon alleine weggelaufen. Ja, kann ich doch nichts für. Das ist eine richtig dumme Idee. Genau gegenüber von eurem Balkon ist der Geldautomat. Könnt ihr nicht ein bisschen mitdenken? Nur ein bisschen. Aber 150.000 Euro, was machst du denn damit? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Moin. Erich, wer ist denn der Kerl? Ein Zeuge. Lass uns mal durch. Was für ein Zeuge? Ein Zeuge. Baludi Donné, vorläufige Festnahme zur Vernehmung. So, 23.50 Uhr. Name, Adresse, alter Beruf? Balou Dieudonné. Balou was? Dieudonné. So wie man spricht. Steilshofer Allee 55. Alter 25. Beruf Lagerist. Hör mal auf. So, da geht's lang. Das ist dein Stuhl, kannst dich sitzen. Und? Haben Sie den Verdächtigen wiedererkannt? Leider nicht. Dann werfen Sie doch mal einen unauffälligen Blick auf den Mann bei meinen Kollegen. Vielleicht ist das ja einer der Typen. Der? Nee, das habe ich noch nie gesehen. Sicher? Ein Busfahrer hat ihn an der Straßensperre erkannt. Hier, mach mal deine Taschen leer. Ist keine Taschenpfändung. Ein Rapper mit einem Goldzahn? Den hätte ich wirklich wiedererkannt. Ja, haben Sie auch wieder recht. Was soll der Scheiß? Man wird hier nur auf bloßen Verdacht mitgenommen. Vernehmung nennt sich das. Ich habe ein Alibi für den gesamten Abend. Frag meine Schwester oder meine Tante. Alles korrekt. Aber immer dasselbe mit euch Scheißbullen. Ich habe einen deutschen Pass, aber werde immer diskriminiert. Was soll der Scheiß? Mir ist scheißegal, wo du herkommst. Finnland, Irak, Kongo. Nehmen wir mal an, du bist ein unschuldiger Finne. Dann bist du unschuldig. Mich interessiert nur, wer geschossen hat. Ich bin aber kein Finne. Wo kommen die 400 Euro her? Wie, woher? Aus einem Geldautomat. Karte rein, Geld raus. Okay, kein guter Witz. Wenn die Scheine wirklich aus dem geklauten Geldautomat kommen, bist du wegen Beihilfe zum Mord dran. Das weißt du. Schön. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast heute Abend gearbeitet fürs Straßenbauamt. Ihr habt eine Straße abgesperrt und Geldautomaten geklaut. Sie haben eine blühende Fantasie, Herr Kommissar. Du hast einen Schweißerschein. Dein Kollege hat einen Staplerschein. Aber nur weil ihr beide solche Sachen könnt, seid ihr noch lange nicht beim Straßenbauamt. Und das hat mein toter Kollege gemerkt. Der letzte Anruf bei der Notrufzentrale war die Meldung, Gangmitglied, G7-Tattoo, Goldkette, Goldzahn. Wer fällt dir dazu ein? Der Busfahrer hat dich erkannt. Was für ein Busfahrer? Ich fahre gar keinen Bus. Sani Adewumdi. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Na klar kennst du den. Wer hat geschossen, Balu? Keine Ahnung. Herrgott, nimm den Bimbo auseinander, Elias. Reiß ihm den Arsch auf. Was? Sag mal, spinnst du, Roland? Der hat doch einen Schaden. Es handelt sich hier um eine Zeugenbefragung. Mhm. Und der Zeuge ist definitiv kein Bimbo. Bleib mal locker, ich hab dich gar nicht gemeint. Ich bin ganz locker. Wenn ich nicht locker wäre, würde ich die Sache bei der Dienstaufsicht melden. Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Beste Bruder. Halt dich da raus, Balu. Sag mal, du verteidigst dieses Arschloch und vergisst dabei, deinen Job zu machen. Sag mal, weißt du eigentlich, um was es hier geht? Ja. Diese Dreckschweine haben einen von uns abgeknallt. Und er kommt mir mit der Dienstaufsicht. Ich dulde keine rassistischen Äußerungen. Ah, du duldest keine rassistischen. Hier geht gerade alles drunter und drüber. Seid kein Stück besser, Herr Kommissar. Ja, manchmal stimmt das sogar. Weißt du was, Vorschlag zur Güte. Vielleicht lässt du mich das Verhör durchführen, wenn du es nicht packst. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Interessenskonflikt. Wahrscheinlich seid ihr beide aus dem gleichen Dorf oder sowas. Was hast du gesagt? Ja? Lass gut sein, Elias. Lass gut sein. Kannst du aufhören, meinen Kollegen zu beleidigen? Ja, ich halte dich da raus, der Kollege ist erwachsen. Halt dich raus, Erstin, das ist meine Sache. Nee, ich halte mich überhaupt nicht raus. Siehst du, er will das selber klären. Also pass auf, kleiner Tipp, ja? Wenn du dazugehören willst, dann musst du ein bisschen Gas geben. Wenn du dazugehören willst, dann musst du bei den Kanacken mal Kante zeigen. Ja, und mal auf die Fresse hauen. Richtig, und wenn irgendwas schiefläuft, drücken wir das wieder gerade. Ja, und ich sag ja, den Kanacken mal auf die Fresse hauen. Genau. Wenn das einer darf, dann wir. Diesen Arschlöchern ist doch völlig egal, wenn wir da draußen draufgehen.
Polizeigewalt ist Notwehr. Kannst du jetzt aufhören, hier solchen Schwachsinn zu reden? Du weißt ganz genau, dass Polizeigewalt das allerletzte Mittel ist. Du nimmst einfach den scheiß Bimbo zurück und die Sache ist erledigt. Weißt du, an Scheiß werde ich tun. Auseinander. Ein Kollege ist tot und ihr benehmt euch wie die letzten Vollidioten. Habt ihr gern Respekt? Wir wollen alle den Mörder kriegen, jeder einzelne von uns. Aber bevor wir uns hier gegenseitig ans Bein pissen, holen wir uns das Arschloch da draußen, verstanden? Reißt euch zusammen. Elias, eine Sache noch. Mach das jetzt nicht zu deiner Privatsache, okay? Das ist keine persönliche Angelegenheit. Schon klar. Wenn sie was weiß, will ich das wissen. Und komm ja nicht auf die Idee, mir irgendwas zu verschweigen, weil es deine Ex ist. Sie hat von dem Mord nichts gewusst. Genau das ist, was ich meine. Du glaubst, sie hat es nicht gewusst, aber du weißt es nicht. Ich habe sie angesehen. Ich kenne sie. Hey, Paulette. Was willst du? Willst du Probleme machen? Willst du mich in irgendwas mit reinziehen? Willst du jetzt hier als Bulle mit dem Gesetz kommen? Willst du, dass der Stationsarzt über mich nachdenkt? Wir haben ihr einen Job gegeben, aber jetzt wird sie doch wieder rückfällig. Hey, entspann dich mal. Dein Bruder war hier mit Norman und du hast sie verarztet. Stimmt's? Und wenn, ist das jetzt strafbar? Die beiden Jungs waren hier nicht zum ersten Mal. Du weißt nicht, was passiert ist, du weißt aber das, was passiert ist. Du hast es ihnen angesehen. Blut im Gesicht, doch diesmal ist alles anders. Keine Körperverletzung. Kein Unfall, keine Überdosis oder irgendeine andere Scheiße. Sondern Mord. Das konntest du nicht wissen, aber jetzt weißt du es. Wer war das? Keine Ahnung, Elias. Ich bin Krankenschwester. Ich kann nicht jeden blutenden Notfallpatienten fragen, ob er zufällig jemanden umgelegt hat. Balu war zu Hause, fragt meine Tante. Noch. Blau schwanger, rot nicht schwanger. Mach die Tür zu, Mädchen. Ich hab keinen Bock, dass die Jungs rein dürfen. Hast du das mit ihm gehabt? Das geht dich überhaupt nichts an. Oh doch, das geht mich sehr wohl was an. Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihm deine Titten gezeigt? Hast du ihm einen geblasen, statt ihm Deckung zu geben, oder was? Hey, lass gut sein, Astrid. Du warst scharf auf ihn, hast du nicht gekriegt, Astrid. Das ist dein Problem. Ach ja, denkst du das? Ich war 10 Jahre mit ihm zusammen. Ich war sogar mal mit ihm verheiratet, dumme Trissi. Hat er dir das nicht erzählt? Hey, zeig das mal. Seine beste Zeit. 10 Jahre. Scheiße. Und im Gegensatz zu dir habe ich auf ihn aufgepasst. Da hat er noch gelebt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wo ist das? Mallorca, Gomera, scheißegal. Ich lass mich nicht mehr mit dir einteilen, Mila. Das werde ich dem Dienstleiter auch klar sagen. Nicht mehr mit Miller im Wagen. Du bist vielleicht eine geile Schlampe, aber eine scheiß Polizistin. Was hast du gesagt, hä? Wer ist hier die geile Schlampe? Lassen Sie die Kollegin los, Miller. Hey! Ich hoffe, sie wird jetzt gefeuert. Was war los? Sie hat Astrid angegriffen. Warum? Nichts, war gar nichts. Nee, da war nichts. Okay. Wenn es keine Gründe gab, dann brauchen wir auch kein Disziplinarverfahren. Eine einfache Entschuldigung reicht mir. Nee, keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. Gut. Keine Entschuldigung. Dann sehen wir uns gleich draußen. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir müssen mit Ihnen noch mal über Ihren Neffen sprechen.
Ich habe Ihren Kollegen schon gesagt, dass Balou und Paulette den ganzen Abend zu Hause waren. Es gab Hühnchen und Fufu. Das war ein wackeliges Alibi, Frau Dieudonné. Während Sie Fufu essen, hat Balou auf dem gegenüberliegenden Parkdeck einen Geldautomaten aufgeschweißt. Kann das sein? Unmöglich. Auf unserem Parkdeck? Ja, auf Ihrem Parkdeck. So dumm ist er nicht. Dumm genug, um sich mit Norman Melchior einzulassen. Der war nämlich auch dabei. Und Norman ist ein komplett Verrückter, der vermutlich unseren Kollegen erschossen hat. Außerdem hat der Busfahrer Sunny Adewumni Balou als Absperrer einer Straßensperre identifiziert. Zufällig genau da, wo der Geldautomat gestohlen wurde. Ich kenne Sunny. Er fährt den Nachtbus. Er hat andauernd Stress mit irgendwelchen Fahrgästen. Er hat ihn verwechselt. Er hat ihn eindeutig wiedererkannt. Es geht nicht nur um Geldraub, sondern um Mord, Frau Dieudonné. Und wenn Sie eine Falschaussage machen, kann das sehr teuer für Sie werden. Adewumni? Ja? Was machen Sie denn hier? Sind Sie vom Service? Fährst du den Nachtbus? Ja. Und? Da gab's eine Straßensperre heute Nacht. Und einen Typen, den du angeblich gesehen hast. Das geht dir doch gar nichts an, Kumpel. Du hast gar nichts gesehen. Es gab keine Absperrung. Okay. Und es gab auch keinen Absperrer. Hey. Wenn du das weiterhin behauptest, dann schieße ich dir in dein Knie. Und dann kannst du nicht mehr Bus fahren. Weil zum Busfahren braucht man sein Bein. Okay. Keine Absperrung, Freifahrt, wie immer. Richtig. Schönen Feierabend. Mein Verständnis für die angespannte Situation ist aufgebraucht. Bevor hier alle durchdrehen, muss ich leider ein Exempel statuieren. Aufgrund der Vorfälle werden Sie erstmal vom Dienst suspendiert, bis die Ermittlungen eingestellt sind. Sie haben Ihre Kollegin körperlich angegriffen. Ich habe sie doch nur am Kragen gepackt und ein bisschen geschüttelt. Ich glaube, eine kleine Pause kann nicht schaden. Und was ist mit den Kollegen, die sich vorhin im Wachraum geprügelt haben? Überlassen Sie das mal mir. Sie müssen außerdem mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Körperverletzung im Amt ist kein Kavaliersdelikt und völlig inakzeptabel. Auch wenn die Kollegin Sie provoziert und beleidigt hat. Ich meine, wir sollten auf ein Disziplinarverfahren verzichten, da Frau Kühne ihr den unterschwelligen Vorwurf gemacht hat, sie sei für den Tod von Harry Tönnies verantwortlich. Und da kann man schon mal überreagieren. Das war nicht unterschwellig, sie war verantwortlich. Sie hätte anders reagieren müssen, dann wäre er vielleicht noch am Leben. So ein Dreck. Ich glaube nicht, dass Ihnen zusteht, das zu beurteilen, Frau Kühne. Sie will mir was anhängen. Sie ist eine Lügnerin und Intrigantin. Harry und ich waren immer ein gutes Team. Ihr wart nie ein gutes Team. Vielleicht können Sie im Zweifel einfach mal die Klappe halten, Frau Kühne. Danke, Sie können gehen. Beide hatten ein Verhältnis mit Tönnies und Frau Kühne war sogar mal mit ihm verheiratet. Ja, war sie, aber das ist schon ewig her. Eine private Beziehung in derselben Dienstgruppe, in derselben Schicht, im selben Einsatz. Da kann man schon mal den kühlen Kopf verlieren, wenn der Liebhaber ohne kugelsichere Weste in den Kampf zieht. Ich habe den Kopf nicht verloren und ich sagte, Harry, hol vorher die Weste aus dem Kofferraum. Das hat er aber nicht gemacht. Sie haben zwar die meisten Verhaftungen, aber zum Polizeidienst gehören auch noch ein paar andere Dinge. Frühe Gefahrenerkennung zum Beispiel und vor allem logisches Handeln. Sie sind bis zum Ende der Untersuchung vom Dienst freigestellt. Wir sprechen uns dann in ein paar Tagen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Das war jetzt nicht die allerbeste Entscheidung, diese Disziplinarmaßnahme. Aber wenn ein Kollege erschossen wird, sind natürlich alle besonders alarmiert.
Als Polizeipsychologin bin ich auch für die Einsatznachsorge da und kann Ihnen anbieten, falls Sie noch Gesprächsbedarf haben, mit mir nochmals über den Schusswechsel zu reden. Nicht nötig, ich habe auch alles gesagt. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie sich im Laufe des Gesprächs doch noch an etwas erinnern würden. Es läuft dann wie in Zeitlupe ab. Ich selbst habe auch mal einen Verdächtigen erschossen und danach unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. Das ist ja wohl was anderes. Sie haben jemanden erschossen, ich nicht. Ja, aber Sie haben ebenfalls den Tod aus allernächster Nähe miterlebt. Haben Sie mit Harry Tönnies Zukunftspläne gehabt? Zukunftspläne? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Haben Sie Zukunftspläne? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Nein, habe ich nicht. Ach, haben Sie nicht? Das ist ja alles nett und toll und Sie machen hier auf sensibel, sehr gut. Aber ich brauche keine Freundin. Sie können mich mit Ihrer Nachsorge mal am Arsch lecken. Hör zu, Herzchen, wir machen Folgendes. Vergiss Harry. Wir beide vergessen Harry. Harry ist tot. Du hast diesen Balloon nicht angezeigt und jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Du willst ihn umbringen. Oder sein Kumpel, dieses Arschloch. Was bringt das? Das bringt gar nichts. Ich weiß doch, was los ist. Du bist schwanger. Ich habe ihn geliebt. Na und? Ich auch. Und wozu? Er hatte das Kommando. Ich mag solche Typen. Diese Typen wittern uns schon von Weitem. Die nutzen unseren schwachen Moment aus. Und warum? Weil wir auf Superhelden stehen. Du denkst, mal sehen, wie lange das geht und schwupps sind 10 Jahre rum. Und dann denkst du, Harry betrügt dich mit Penelope aus dem Großmarkt. Und die sagt aber nein, ich glaube, er hat was mit Janine aus dem Frisiersalon. Er war es nicht wert, Miller. Du redest um meine Mutter. Ich könnte auch fast deine Mutter sein. Meine Mutter ist tot und dabei bleibt's auch. Du verstehst es nicht. Wenn wir beide so weitermachen, bleiben wir ganz unten. Und wenn du einen von denen umbringst, dann bist du vielleicht für ein paar Tage berühmt und in dem Kaff, wo du herkommst, erkennt dich dann jeder, aber das war's dann schon. Vielleicht kriegen sie mich aber nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht kriegen sie dich aber doch. Und vielleicht kriegst du dann dein Kind im Knast. Willst du das? Nee, das willst du nicht. Die Kerle sitzen auf der Kohle. 150.000. Da bleiben 3 Optionen. Verhaften, erschießen oder abkassieren. Kassieren und trotzdem erschießen. Wie wäre das denn? Kollegen, könnt ihr mich bitte aufklären? Kaum sind die aus dem Knast, schon ist die G7 wieder im Geschäft. Baloo, Norman, Mehdi und Paulette. Die anderen kannst du vergessen, entweder die sind im Knast oder eine von denen kriegt gerade ein Kind. Eigentlich eine klare Angelegenheit. Mehdi besorgt die Informationen, Baloo und Norman räumen den Geldautomaten ab. Und wer von denen hat unseren Kollegen erschossen? Jedenfalls saß Baloo am Steuer. Es gibt ein Foto von der Verkehrskamera, wo er mit 100 Sachen bei Rot über eine Verkehrskreuzung rast. Hallo? Norman ist notorischer Gewalttäter. Er hat 2 Vorstrafen wegen Körperverletzung, Drogenhandel und er wird dringend tatverdächtig, einen Juwelier erschossen zu haben, wurde aber mangels an Beweisen wieder freigesprochen. Unsere Kollegin hat ihn vermutlich identifiziert, sagt sie aber nicht. Wieso nicht? Immer wenn man nachfragt, sagt sie dasselbe. Kein Detail ist anders. Sie lügt uns an und ich habe sie angesehen. Freunde, was soll das denn jetzt heißen? Eine sture Kollegin, die auf eigene Faust loszieht, das fehlt uns noch. Wir haben sie suspendiert, Irma. Wenn du die Kontrolle behalten willst, musst du sie wieder einstellen. Ja, ist leer. Waffe ist weg. War ja klar. So, du kannst gehen. Sehr gut. Darf ich fragen, wieso? Ich dachte, ich brauche einen Anwalt. Brauchst du nicht, du hast dich an alle Regeln gehalten. Welche Regeln? An die 10 Gebote. Was für Gebote? Ich bin nicht religiös. Die 10 Gangstergebote. Keine Spuren, keine Beweise, keine Zeugen, keine Polizei, kein Richter, kein Knast. Voilà. Sehr gut. Geht doch. Weiter, mach ich die Papiere fertig. Schon mal den ersten.
Bruder. Alles klar? Alles gut, Bruder. Digga, dein Tipp war mega. Ich hab gesagt. Mega. Mega, aber keine 50 Riesen wert. Ah, ich verstehe. Also mein Tipp war nichts wert, richtig? Bruder, dir ist schon klar, dass du hier gechillt hast, während wir die Bullen am Arsch hatten, oder? Digga, das ändert doch nichts. Er kriegt trotzdem seinen Anteil. Mach mal ein Bier. Ich will meine Kohle und ich will meine Knarre. Ihr habt damit einen Bullen umgelegt. Ich glaube, ihr seid komplett irre. Das ging nicht anders. Wie ging nicht anders? Wo ist meine Knarre, Junge? In der Elbe. In der Elbe? Wow, du bist ja ein richtiges Genie. Hast du die Knarre auch sauber gemacht und mit Isopropanol abgewischt? Nee, oder? Bruder, du bist paranoid. Wer geht denn nach der Knarre fischen? Niemand. Ich will mein Geld, Jungs. Oder ich knall ihn ab. Digga, spinnst du? Übertreib doch jetzt nicht. Ich übertreibe nicht, Bruder. Ich übertreibe gar nicht. Jetzt kommt der eine mit der Knarre, dann der andere mit einer Knarre. Was soll der Scheiß? Digga, gib ihm seine Kohle. Okay, jetzt ist mein Scherz, ja? Deine Kohle ist im Auto. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Ha? Easy. Alles klar. Digga, pack die Knarre jetzt weg. Sam, ein bisschen Spaß muss sein, Bruder. Alles gut. Alles. Entschuldigung. Ein Caipirinha. Grundregel, stand niemanden zu lange an. Mir scheißegal. Wir kennen uns, Balu. Keine Ahnung, mein Mädchen. Nee, ich bin nicht dein Mädchen, ich bin die Polizistin. Ich hab dich an der Absperrung gesehen. Ich weiß, dass du bei dem Geldautomaten-Ding dabei warst und dass du deinen Drinks gerade mit der Kohle bezahlst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hey. Was ist? Ich sehe da zwei Pflaster in deinem Gesicht. Mann, sei froh, dass ich dich nicht erwischt habe. Wer hat euch denn verarztet? Bei den Verletzungen wird eigentlich die Polizei geholt. Was ist dein scheiß Problem? Wir haben uns gefragt, ob dein Diamant auf dem Zahn echt ist. Harry meinte, der ist echt. Ist der echt? Wer ist Harry? Mein Kollege. Hey, ey. Ich weiß, dass du nicht geschossen hast. Wer war's? Hm? Norman? Dein blonder, beschissener Kumpel da hinten? Was willst du überhaupt von mir? Ich werde ihn umlegen. Was? Wirst du jetzt auch größenwahnsinnig, oder was? Weißt du auch warum? Mann, ich hab's vermasselt. Im Schießstand war ich die Beste. 10.000 Schuss. Und dann auf der Straße, da baller ich voll daneben. Oh Mann, das ist so beschissen. War das dein Harry? Ja, war mein Harry. Schön. Ihr habt den Vater meines Kindes erschossen. Mann, das war Mord, das ist teuer. Aber es gibt noch eine andere Option. Die Hälfte von eurer Kohle. Bist du lustig? Nee, kein Scheiß. Ja, stimmt. So, ich gebe dir jetzt 5 Minuten Bedenkzeit. Entweder die Kohle oder ich mache euch fertig. Madame Yolande. Was passiert? Balu und Norm haben den Geldautomaten gestohlen. Sie sind alle im Club. Was Geldautomat? War doch klar, dass ihr Neffe damit drin steckt. Lass mal kurz stecken, Roland. Wer hat geschossen? Jolan, wer hat geschossen? Ich weiß es nicht. Sie weiß es. Scheißegal jetzt. Roland, halt doch mal die Klappe, wirklich. Balu war es nicht. Hat Norman geschossen. Verdammt nochmal, lass uns jetzt reingehen. Ganz anders. Wir gehen rein, checken die Lage, ihr wartet draußen. Digga, wer ist die Alte? Woher kennen wir die? Kenn ich die irgendwoher? Hol die mal ran. Digga, das ist die Polizistin. Welche Polizistin? Die von dem toten Bullen. Ich hab dir doch gesagt, dass die Scheiße schief geht. Laber nicht. Was laber nicht? Sie will die Hälfte von unserer Kohle. Und nachkommen, du Wichser, Mann. Ich wusste, dass sie es versaut. Sag, wenn du einen Bullen tötest, hast du alle am Arsch. Digga, was siehst du da, hä? Hast du Halluzinationen, Mann? Bist du zugedröhnt? Ich sehe deine kleine, geldgeile Bullenschlampe, die alleine am Tresen sitzt, mehr nicht. Sie will 80 Riesen. Das läuft ja schon mal gar nicht, okay? Das wird ja immer weniger, Mann. Erst kommt Medi, dann kommt die Olle. Was, Medi? Ja, beruhig dich mal. Ich beruhig mich nicht. Guck mal, wir haben es diskutiert. Dein Anteil ist ein bisschen zu groß, ist egal. Mach dir keine Sorgen, okay, Balu?
Sie ist alleine, Mann. Sie hat gar keine Handlungsoption. Was will sie machen, ha? Wie, was will sie machen? Die legt dich um. Inshallah, Inshallah legt sie dich um. Like, ich zahl sogar deinen Grabstein, du Stück Scheiße, du. Hol ihn mal ran. Komm mal her. Hohe Schuhe, Digga, nice. Na, was ist? Du kriegst dein Geld. Das sind meine Kollegen. Mal schauen, was die sagen. Du bist die Bulette? Ja, bin ich. Ja, was willst du? Nichts Großes. Es geht nur um meinen Partner, den ihr erschossen habt. Ich verstehe nicht, warum er sterben musste. Keine Ahnung, wer von euch das war. Aber man kann es auch über Geld regeln. Du weißt doch, wie es läuft. Wo es keine Zeugen gibt, ist auch nichts passiert. Und wenn wir dir jetzt ordentlich Cash geben, dann bist du keine Zeuge mehr, verstanden? Das war aber echt scheiße mit Harry. Ich muss immer an ihn denken. Es kommt eine total schwere Zeit für mich. Trauern, trauern, trauern. Aber okay. Ich pack das. Dein Möchtegern-Held war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und außerdem, wer sagt uns, dass du nicht trotzdem durchdrehst und deine Kollegen aktivierst, ha? Von mir fährt keiner was. Ich brauch das Geld für ein paar Anschaffungen. Schön. Dann gehen wir einfach raus zum Auto und holen die Kohle. Hey, ich bin nicht doof, okay? Du holst die Kohle hier rein, hier sind genug Leute, da kann nichts passieren. Wenn wir schon mal verteilen sind, dann immer schön der Reihenfolge nach, immer mit System. Zuerst bekomme ich mein Geld und dann könnt ihr machen, was ihr wollt, dann bin ich raus. Ja, genau. Die Reihenfolge ist mir total egal. Wenn ich meine Kohle hab, dann erfährt keiner, dass ihr das wart. Das finde ich gut. Von mir auch nicht. Dein Anteil ist ein bisschen kleiner geworden, Mehdi. Mhm. Verarsch mich nicht. Da ist ein Bulle draufgegangen, hat alles seinen Preis. Pass auf. Entweder wir nicken die Alte um, oder sie kriegt ihren Anteil. Dann wird auch dein Teil kleiner, verstehst du? Mit der ganzen Nummer habe ich gar nichts zu tun, du Arschloch. Und hier wird niemand mehr umgelegt, kapiert? 50 Riesen und keine Diskussion und ansonsten hast du ein Problem, mein Freund. Welches Problem soll das sein? Du kennst das Problem. Hä? Hast du Alzheimer? Der Bulle ist nicht der Erste, den du umgelegt hast. Wie wär's, wenn du die Fresse hältst, Mann? Du kannst doch nicht jeden umlegen, der dir dumm kommt. Du würdest mich verraten? Ah. Kurz und beschissen zusammengefasst, ja. Wenn du mich fickst, fick ich dich. Okay. Okay? Willst du 50er, 100er? Gemischt? Willst du nachzählen? Nee, ich will nicht zählen. Ich steck doch nicht meinen Kopf in den Kofferraum, damit du mir eine Kugel in den Schädel jagst. Das würdest du mir zutrauen. Ja, das trau ich dir zu. Und jetzt zähl deine Scheißkohle selber. Yalla. Du weißt, wer hat seine Kohle eh bekommen. Ja, ja, schon klar. Verarschen kann ich mich selbst. Ihr macht jetzt genau das, was ich sage. Waffe auf den Boden. Waffe auf den Boden! Keinen Unsinn machen, sonst seid ihr tot. Habt ihr das verstanden? Wer bist du? Ich bin euer Engel. Ich könnte jetzt wegen Harry erschießen, ich könnte dich verhaften, aber ich gebe mich mit der Kohle zufrieden. Her damit. Ha? Ja, aber ich will die Kohle gar nicht mehr. Ich habe mir's anders überlegt. Was? Was soll das denn jetzt? Willst du ihn erschießen, oder was? Das kann mir nur recht sein. Halt deine Fresse, Mann. Das ist meine Schuld. Was ist deine Schuld? Die Kollegen wollten ihn verhaften. Da haben Harry und ich Scheiße gebaut, weil der andere Bulle da im Auto saß. Und Harry meinte, wieder bloß so ein Afrikaner, der seine ganze Familie mitbringt und ins Drogengeschäft einsteigt. Das war der Anfang vom Ende. Und was macht Harry dann? Keine Ahnung. Er verhaftet den Kollegen und das Arschloch läuft weg. Müller macht ihn nicht unglücklich. Wir nehmen uns die Kohle und lassen die beiden laufen. Harry kriegt einen Verweis wegen Diskriminierungsverbot. Ja, das war schon okay. Aber es ist echt harte Arbeit, die Straße sauber zu halten. Da hat Harry schon recht. Und er meinte, jedes zweite Arschloch marschiert frei aus dem Gerichtssaal. Ach, und wir machen jetzt einen auf Selbstjustiz, oder was? Außerdem, wenn du den da erschießt, was machst du dann mit dem?
Scheiße. Macht euch mal um mich keine Sorgen. Ich nehme einfach meinen Anteil und ihr macht das unter euch dreien aus. Erschießen ruhig. Von mir erfährt keiner was. Ist das okay? Halt deine Fresse, Mann. Also wir nehmen uns jetzt die Kohle. Geld her. Los. Christa auch. Na? Ich krieg dich. Das ist ja entzückend. Sei froh, dass du noch lebst, du Pisser. So, und jetzt verzieht euch. Die Kollegen sind weniger rücksichtsvoll. Die Kollegen? Ja, die Kollegen. An der Straße steht ein ganzes Kommando. Die warten nur auf dich. Du hast einen Polizisten getötet und es war zufälligerweise mein Ex-Mann. Ja, war auch zufällig mein Ex-Mann. Ja, danke. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Bock ich habe, dir eine Scheißkugel in deinen Scheißschädel zu ballern, Penner. Geht doch. Wieso denn? Ja, wegen Tante Yolande. Ja, was hat sie gemacht? Hat sie uns verpfiffen oder was? Sie meint, Geld kann man immer gebrauchen, aber beim Mord macht sie nicht mit. Also kalt erwischen und Funkkontakt halten. Und hey, das ist unsere Verantwortung. Ja. Verstehen. Das heißt, ich verstehe, wir gehen da rein und wenn wir 2 Minuten nicht raus sind, dann rückt ihr nach. Bringen wir die Sache hinter uns, komm. Leck mich am Arsch. Das war's. Einfach so. Ach so, das war's? Einfach so? Dann guck mal da. Oh, Scheiße. Ja, und jetzt? Ja, verpiss dich. Hey, 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 hey. Na, geht's? Werd geschossen, du Arschloch. Ich nicht, du Wichser. Ich geh da jetzt raus. Du bleibst schön hier. Herr Fulles, wo ist Balou? Wo sind die Kollegen? Welche Kollegen? Die Kollegen. Ja, auf der Toilette da hinten, keine Ahnung, sehe ich aus wie ein Kindermädchen. Und nur eine Frage. Wir können es die ganze Nacht machen. Ich brauche einen Namen. Wer hat unseren Kollegen erschossen? Also jetzt reiß ich dir deinen schwarzen Arsch auf. Fick dich. Die machen den kaputt. Hey, hier. Hey, lass ihn zufrieden. Hey. Lass mich los, Mann. Scheiße, wer ist denn das? Ja, bist du nicht diese Müller? Der Typ weiß, wer dein Ex erschossen hat. Du bist trotzdem ein Arschloch. Was ist hier los? Hey, ganz ruhig. Ihr habt uns angegriffen. Das war Widerstand gegen die Staatsgewalt. Elias, lass ihn los! Elias, lass ihn los! Lass mich los! Elias, lass ihn los! Elias! Lass mich am Arsch. Was ist hier los, Roland? Was passiert? Ja, ich komm. Ja, ich rede gleich. Was redet der gleich? Erich. Er redet gleich. Was? Norman! Ich glaube, er hat Norman gesagt. Weißt du, hin und wieder landet man eben doch im Treffer. Erich. Dreh um. Wozu soll ich jetzt noch umdrehen? Wir werden Balou Hobbs nehmen, dreh um. Der redet nicht. Bei einer Mordanklage redest du. Da hast du 10 Jahre an den Backen und dann singst du. Vielleicht. Hör mal zu, wenn die ihn kriegen, dann sind wir auch dran. Wir wurden vorhin unterbrochen. Dein Anteil ist jetzt noch mal kleiner. Genau genommen liegt er jetzt bei 0. Mein Anteil ist immer noch genauso groß wie vorher, unabhängig von all dem Scheiß, den du gemacht hast. Hast du mich verstanden? Ja. Das ist die Regel. Ich
Moin. Moin. Was kann ich für Sie tun? Ich soll hier mein Auto abgeben. Hier werden keine Autos abgegeben. Ah, echt? Ja. Man hat mich angehalten und gesagt, ich soll sie herbringen. Erichsen? Ja, so ein... Dicker. Ja, ziemlich fett. Ah. Er meint, das Auto ist absolut nicht mehr verkehrssicher und ich soll es auf kürzestem Wege von der Straße nehmen. Okay. Sagen Sie ihm schöne Grüße. Frag Roland. Roland? Ey, wir haben eine routinemäßige Personenkontrolle durchgeführt und Tatverdächtigen bestellt und dann das Übliche. Erst Beamtenbeleidigung und dann Widerstand gegen die Staatsgewalt. Was? Fick dich. Ja, fick dich selbst. Und dann kriegt die Sache eine Eigendynamik. Er hat gesagt, sein Kumpel Norman hätte geschossen. Ja, was soll ich machen, wenn die auf mich einknüppeln? Die Aussage ist juristisch haltlos. Er und seine Truppe haben die Aussage von Balou unter Androhung von Gewalt und Einsatz von Schlagstöcken erzwungen. Herr Gott, wir haben einen Namen, oder? Was soll der Scheiß? Er hat uns angegriffen. Bullshit. Er lag am Boden und war unbewaffnet. Es war Notwehr. War keine Notwehr. Ich hab's genau gesehen. Er hätte ihn ganz normal festnehmen können. Hatte aber nicht. Mit Ihnen rede ich nicht, Frau Bunger. Es war aber keine Notwehr, Ömer. Nein, es war Notwehr. Du machst Feierabend, Roland. Wir klären das später. Ich will jetzt hier keinen Stress. Suspendiert, ja? Eine Prügelaffäre kann hier jetzt niemand gebrauchen, okay? Weißt du, was es für Kreise zieht? Hm? Misshandlung und Körperverletzung im Amt, Zivilklage, Disziplinarverfahren und. Am Ende geht das Ganze gegen mich, wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, und da habe ich keinen Bock drauf. Du machst Feierabend. Danke. Bitte. Code of Silence? Schon mal gehört? Jedes Mal kommst du mit deinem Code of Silence. Ich decke hier doch nicht jeden Scheißdreck. Leck mich doch, du Arschloch! Erich. Was denn? Der Typ gestern von der Fahrzeugkontrolle. Welche Fahrzeugkontrolle? Ich hab doch einen angehalten und hab sein Auto stillgelegt. Wir halten dauernd jemanden an, legen Auto still. Ja, aber das Auto steht vor der Tür und das behindert die Einsatzfahrzeuge. Fahr das weg. Hier, der Schlüssel, steht sogar dein Name drauf. Wieso steht denn da mein Name drauf? So schreibst du meinen Namen auf irgendwelche Schlüssel. Das hat der Typ so abgegeben. Aber was für ein Fahrzeug? Alter Passat da vorne. Passat? Was für ein alter Passat? Was für ein Passat? Stay here, ja? Red durch mit mir, was für ein Passat? Mit reinkommen. Nehmen Sie Platz. So, Karten auf dem Tisch, Frau Bongers. Ich sag gar nichts. Was verschweigen Sie uns? Sie ziehen auf eigene Faust los. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung geben. Wissen Sie das? Wir können sich nur helfen, wenn Sie uns sagen, was los ist. Ich habe den Täter nicht erkannt, habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie sind aber auf der Suche nach dem Täter. Und deshalb waren Sie auch in dem Club, richtig? War reiner Zufall. Ich bin suspendiert und wollte feiern gehen und lande im selben Club. Ganz schön viele Zufälle. Und zufällig liegt da draußen in dem Wagen auch noch die nächste Leiche. Laut Zeugenaussagen haben Sie im Big Apple mit allen Beteiligten an einem Tisch gesessen. Auch mit ihm da. Ja, der hat mir ein Bier ausgegeben. Wenn Sie nicht mit uns reden, dann können Sie Ihren Job hier an den Nagel hängen. Harry ist tot. Ich wollte mich betrinken. Das verstehen Sie doch. Die Polizisten haben ausgesagt, dass Sie mit einer anderen Frau in einem silbernen Seat saßen, der aber ohne Sie vom Hof gefahren ist. Wer war denn die andere Frau? Keine Ahnung. Die saß an der Bar und wollte mich nach Hause fahren. Ach ja, klar. Der eine gibt einen Drink aus, die andere fährt sie nach Hause. Alles Zufälle. Und ganz zufällig kommt dann einer der Hauptverdächtigen, der wahrscheinlich ihren Partner Harry erschossen hat, auch noch auf den Hof. Muss ich gerade davon reden? Das passiert mir immer wieder. Ich rede über jemanden und plötzlich steht er vor mir. Kennen Sie das? Oh,
machen wir mit ihr? Gehen Sie nach Hause, Miller, bevor ich einen Wutanfall bekomme. Ich meine das ernst. Ich will Sie heute Abend nicht mehr irgendwo antreffen. Das ist eine Dienstanweisung. Wenn Sie die nicht einhalten können, dann kann ich Sie hier auch in die Arrestzelle stecken. Glauben Sie mir, ich mache das. Ja, das glaube ich Ihnen. Hast du denen was gesagt? Kein Wort, aber ich will das Geld nicht mehr. Hast du Schiss? Ich hab keinen Schiss. Kein Mensch kommt drauf, dass wir hier 150.000 in der Umkleidekabine haben. Wenn du Geld brauchst, dann stopf dir was in die Socken und geh hier raus. Geh shoppen. Irgendwann kriegen die uns. Das ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann haben die uns auf dem Schirm. Und dann heißt es Personenkontrolle. Schuhe und Strümpfe aus, meinte Harry. Irgendwann kriegen wir die alle, meint er. Unser Harry hat viel gesagt, wenn der Tag lang war. Norm hat seinen Kumpel umgelegt. Hätten wir die beiden verhaftet, wäre der noch am Leben. Das ist ein Killer. Für mich musst du das Arschloch nicht mehr erschießen, falls du das noch vorhast. Ich mach das auch nicht für dich. Hallo. Bin ich schon dran? Ja, wenn es dringend ist, aber eigentlich nicht. Erst Nummer ziehen. Ich bin schwanger, mir ist schlecht. Sie sehen gestresst aus. Haben Sie heute schon was gegessen? Wollte ich ja, aber mir ist was dazwischen gekommen. Wahrscheinlich ist Ihr Blutzuckerspiegel im Keller. Da drüben im Automaten sind Bioriegel. Und dann können Sie sich setzen. Danke. Komm her. Setz dich dahin. Also, ihr kriegt definitiv eine Anzeige wegen Körperverletzung. Ja, angesichts der Lage kann ich Ihnen davon nicht abraten. Aber Sie bekommen trotzdem eine Mordanklage. Wieso? Wegen eurer verrückten Kollegin oder was? Wegen deiner Tante. Was mit meiner Tante? Ihre Tante hat eine Aussage gemacht. Ach so. Habt ihr wieder was aus ihr rausgeprügelt? Das ist ja keine Scheiße, Balu. Ihre Tante sagt, sie haben nicht geschossen, aber den Automaten geknackt. Das müsst ihr mir erstmal beweisen. Was mit Paulette? Ist sie noch mit Norman zusammen? Halt meine Schwester da raus. Hat sich von Norman getrennt. Ich hoffe, sie hat sich rechtzeitig getrennt. Bevor er den nächsten platt gemacht hat. Von redest du? Ich rede von Mehdi. Was mit Mehdi? Er ist tot. Aber doch kein Bullshit. Das ist kein Bullshit. Wir haben ihn gefunden im Kofferraum von dem Passat. Und so wie es aussieht, hat dein alter Kumpel heute schon zwei Leute umgelegt. Und ich habe die Schnauze gestrichen voll. Der Geldautomat ist eine Sache. Aber ich habe keinen Bock, dass heute noch mehr Leute draufgehen. Verstehst du? Nur weil du deinen alten Kumpel deckst. Also bevor sich eine Blutspur durch die ganze Stadt zieht, wo geht Norman als nächstes hin? Jetzt mach endlich die Fresse auf! Mehdi ist tot? Ey, sag mal, ist Mehdi tot? Ja, Mehdi ist tot. Wieso sagst du nichts mehr, Balu? Ich weiß, wo Norman geht. Arschloch, geh zu meiner Schwester. Danke. Hi, Baby. Siehst du, ich hab doch gesagt, ich komm dich holen. Nur das mit dem Geld hat nicht geklappt, leider. Da ist Blut dran, ich will dein Geld nicht. Baby, ich hab's für unser Kind getan. Was für ein Kind? Wir haben gar kein Kind und ich bin froh, dass wir keins haben. Geh zur Polizei und stell dich. Du hast mich geschlagen und mit einem Bierglas nach mir geworfen. Baby, ich hab dich nicht mal getroffen. Es war so knapp, ich konnte das Bier riechen. Und da hätte ich mir die Splitter aus dem Gesicht ziehen können. Ich mein... Baby, warte. Ich bin Mila Bongas von der Polizei. Alles ruhig sitzen bleiben. Und du nimmst die Hände hoch, du Arschloch. Mach schon! Das traust du dich doch sowieso nicht. Die Fresse, ich hab mir's nochmal anders überlegt.
Du hast Harry erschossen. Tja, er hilft dir auch kein Geld mehr. Geh auf die Knie, du Arschloch! Weiß man nie, wenn er da drin ist. Äußerste Vorsicht. Das sagst ausgerechnet du mir. Wer von uns beiden hat ihn denn laufen lassen? Du oder ich? Ja, aber scheiße, ich weiß. Ich will jetzt eine Antwort. Los, rede! Mila, lassen Sie den Quatsch. Machen Sie sich doch nicht unglücklich. Warum hast du Harry erschossen? Ich will das jetzt von dir wissen, also streng dich an. Überleg dir gut, was du sagst. Ich brauche nur den kleinsten Anlass, dann jag ich dir eine Kugel durch deinen Krankenschädel. Mila, legen Sie die Waffe weg. Gehen Sie weg. Hören Sie zu, Mila. Ich weiß, dass Sie schwanger sind. Sie wollen Ihr Kind doch nicht im Knast bekommen, oder doch? Sie haben kein Kind? Sie haben keinen Mann, also was wollen Sie? Lassen Sie ihn leben. Sie sind Polizistin, ich bin Krankenschwester. Wir sind für Mitmenschen da, auch für die Arschlöcher. Ich weiß trotzdem, was es bedeutet, Miller. Sie wollten auch mal ein Kind, oder was? Und haben sich dagegen entschieden, ja? Harry hat sich auch dagegen entschieden. Er wollte seine Unabhängigkeit. Jetzt ist er tot und weiß nur nicht mehr, dass er So, alle raus! Raus! Nicht ihr! Die Bullen! Nein, ich hört sich das an, ne? Immer mit der Ruhe, Norman, immer mit der Ruhe. Was können wir tun, damit wir in Ruhe über die Situation reden? Sie meinen, um die Geiselnahme zu beenden? Ja, meine ich. Ihr könnt ja die Bullen rufen, ihr beiden! Das ist nicht witzig. Leg die Waffe weg. Bist du blind, Bulle? Ich bin kurz davor, dieser Kleinen hier das Hirn rauszublasen. Erik. Siehst du das nicht? Was? Daneben schießen ist nicht drin. Ich weiß. Du drohst mir, Bulle? Du drohst mir? Ich bin allein. Ich gebe keinen Fick. Alle haben mich verraten. Du hast schon zwei Leute umgelegt. Ja. Und wenn ich hier nicht rauskomme, dann ist sie hier die Dritte. Ich hoffe, du stirbst zuerst. Halt deine Fresse. Norman, lass sie los! Du hast es versaut, Paulette. Du kommst hier nicht mehr raus, Norman. Du meinst so wie vorhin? Ihr nehmt euch doch schon gegenseitig fest. Lass die Frau los und leg die Waffe weg. Wenn ich bis drei gezählt habe, ist die Waffe weg, verstanden? Du traust dich nicht. Du fettes, feiges Schwein, du traust dich nicht. Mach doch. Ich hab nichts zu verlieren. Na los! Du legst niemanden mehr um. Eins, zwei, drei. Bleib bloß und Sie rufen bitte den Arzt, ja? Ich brauche einen Arzt in der Notaufnahme, ja. Gute Arbeit, Erich. Danke für den Einsatz, aber du weißt, wie es läuft. Dienststoffe abgeben, Ermittlung abwarten. Ich war dabei. Es war Notwehr. Ja, was heißt denn Notwehr? Ich meine, er ist ja kein Profischütze, es hätte auch schief gehen können. Und wieso soll der jetzt suspendiert werden? Der hat mir das Leben gerettet. Sie bleiben jedenfalls mit Sicherheit suspendiert. Ihre Kollegin packt auch schon ihre Klamotten. Glaube ich, in einer Damenumkleide. Chef. Ja? Ich bin Polizistin. Was anderes kann ich gar nicht. Wenn ich ihm mal einen Tipp geben darf, nur so von Polizist zu Polizistin. Und fürs nächste Mal denken Sie einfach vorher drüber nach. Oh Mann, Chef. Wo sollen die Reise hingehen? Oh. Mallorca. Gomera. Ich schon mal mit Harry. Mit 150.000 kommt man sogar auf die Bahamas. Und noch weiter, wenn ich das Geld jetzt nicht konfiszieren würde. Wir können von Glück sagen, dass der Typ überlebt hat. Finaler Todesschuss wäre jetzt scheiße gewesen. Dann wäre sie jetzt über uns hergefallen. War aber nur ein Schuss in die Schulter. Es gab keine andere Lösung.
Verhandlung, Erich. Verhandlung, immer Verhandlung. Zuerst mal verhandeln wir. Verhandel du mal mit einem komplett Irren, der gerade durchdreht und dem alles scheißegal ist. Das hätte ja was schief gehen können. Was, wenn unserer Kollegin was passiert wäre? Ja, unsere Kollegin hat aber nichts abbekommen. Und ich wusste ganz genau, was ich da tue. Ich will ja nicht den Helden raushängen lassen, aber ich überlege viel mehr, was passiert wäre, wenn ich nicht getroffen hätte. Geh nach Hause. Schlaf dich aus. Eine gute Idee. Mal sehen, ob ich schlafen kann. Na, habt ihr Feierabend? Jetzt sind wir beide raus, ha? Hat dich der Schreibtisch-Hangster suspendiert. Vorher war ich der Böse, jetzt du. Aber weißt du was? Du hast den Typen platt gemacht. Ich nehme alles zurück, Erich. Alles klar, kannst du machen. Hey, aber das nächste Mal. Bisschen höher ziehen. Klappe zu, Affe tot. Komm, lass uns mit den Jungs ein Bier trinken gehen. Auf die Freundschaft. Ich bin nicht dein Freund, Roland. Gute Nacht, Walter. Tschüss, Walter. Ciao, Walter. Tschüss, Walter. Bis morgen, Walter. Tequila. Da muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen. Das denke ich auch. Prost.